Ganz anderes Thema jetzt. Gerade junge Muslime radikalisieren sich immer mehr hier in Deutschland. Sie provozieren im Schulunterricht und bedrohen Mitschüler, wenn sie ihrer Meinung nach nicht islamisch genug sind. Trotz großer Angst hat sich ein Mädchen mit uns getroffen und sie erzählt mutig, was so passiert, wenn Jugendliche radikaler sind als ihre Eltern. Hamburgs Osten. 50% Migranten wohnen hier. Immer häufiger kommt es zu Bedrohungen, zum Beispiel wenn sich Jugendliche nicht islamkonform kleiden. Vor die Kamera traut sich kaum jemand. Wir treffen Pinar. Eigentlich trägt sie enge T-Shirts, manchmal Make-up. Sie erzählt verdeckt, wie es in ihrer Schule zugeht. Es war in der Klasse. Ich saß da und ich wurde mit Steinen beworfen, weil ich nicht religiös wäre und nicht dem anpasse, was sie verlangt von mir. Man weiß immer nicht, wozu die eigentlich fähig sind. Hast du Angst auch? Ich habe Angst, ja. Pinar, die in Wirklichkeit anders heißt, ist 15, geht in die 9. Klasse. Sie will westlich leben, verschleiert sich eigentlich nicht. Doch der Druck im Alltag nimmt täglich zu. Auch außerhalb der Schule wird sie provoziert. Ich fühle mich unter Druck, ja. Denn zum Beispiel, wenn man mit einem T-Shirt zur Schule kommt, dann wird man schon so schief anguckt. Guck mal, schämst du dich nicht, dass du ein T-Shirt anhast? Oder auf welcher Seite im Koran bist du denn? Man fühlt sich einfach selber in der Schule nicht wohl. Echte Übergriffe radikalisierter Mitschüler sind noch Einzelfälle, bestätigen uns Lehrer hinter vorgehaltener Hand. An 9 Hamburger Schulen sind intern Vorfälle dokumentiert. Jugendliche beten schon mal auf dem Schulhof, bedrängen Mädchen aufgrund ihres Aussehens oder provozieren im Unterricht mit islamistischen Parolen. Das hat Folgen, die über den reinen Gruppenduck, ich möchte sein wie alle, hinausgehen und in der Regel dann auch in den Bereich von Mobbing oder in sogar den Bereich von Nötigung reichen können. In ihrem Stadtteil haben Schüler all dies erlebt. Aber es ist eine juristische Grauzone. Männliche Gruppen, die Macht ausüben und Parolen, die Mädchen wie Pinar herabsetzen. Manche Beschimpfungen führen zu großer Irritation. Die fragen immer, was sagen deine Eltern dazu? Sind sie nicht religiös? Oder wie konnten sie nur so ein Kind zur Welt schaffen? Und also es gibt auch Mädchen, die radikal sind, denn die sehen das immer von den Eltern oder von den Mitschülern und wollen auch dazu gehören. Und die denken einfach, die Religion ist der einzige Weg und das einzig Wahre. Aber die können einfach nicht verstehen, dass andere Menschen anders denken. Hamburgs Schulbehörde ist alarmiert. Religiös gefärbte Konfliktlagen nennt man die Problematik. Ein internes Papier listet auf, was an Geschlechterdiskriminierung und Gewaltandrohung in Hamburgs Schulen passiert. Eine Entwicklung, die durch verlockende Videos im Internet angeheizt wird. Neuester Trend, Jugendliche, die radikaler sind als ihre Eltern. In den letzten Jahren haben wir Fälle berichtet bekommen, in denen Kinder von ihren Eltern ein islamischeres Verhalten fordern, als das die Eltern selber für sich richtig gefunden haben. Ganze Stadtteile geraten in den Fokus islamistischer Aktivitäten. Und mittendrin mutige Schülerinnen wie Pinar, die dennoch hoffen, einfach so leben zu können, wie sie es wollen.